Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Morten Uhle und heute zeige ich euch, wie ihr in Elementor Pro dynamische Templates mit dem Theme Builder erstellen könnt. Genauer gesagt greifen wir hier nochmal auf das letzte Video zurück, in dem ich euch gezeigt habe, wie man mit dem Plugin Advanced Custom Fields eigene Felder erstellen kann, zum Beispiel für Beiträge oder auch Kategorien, mit denen man zusätzliche Informationen einfach sozusagen einheitlich speichern kann. Und Elementor Pro erlaubt es eben, auf diese Metadatenfelder wiederum zuzugreifen und diese dynamisch auszugeben. Also um es mal kurz vorwegzunehmen, man kann zum Beispiel ein Template erstellen für einen Beitrag, der ein Testbericht ist. Und da kann man eben sagen, okay, unten hat man zum Beispiel eine Review-Box, wo dann irgendwelche Werte ausgegeben werden, wie zum Beispiel die Gesamtnote des bewerteten Artikels. Und das wird dann dynamisch aus der Datenbank geladen. Ich habe zum Beispiel Note 5 vergeben und habe dann unten diese Review-Box und da steht dann eben schön Bestnote 5. Und das Tolle ist, dass wenn ich mich in x Jahren entscheiden sollte, meine Beiträge, meine Testbericht-Templates sozusagen zu ändern, dann ändere ich einmal dieses Design. Ich kann auch wechseln von Elementor, das ist ja der Vorteil. Ich habe ja die Daten unabhängig von Elementor in diesen Custom Fields gespeichert und kann dann beispielsweise auch ein PHP-Template oder ein völlig anderes Template nutzen und wieder auf diese Daten zugreifen. Die Gegenoption wäre jetzt zu sagen, man baut jeden einzelnen Artikel, jeden einzelnen Testbericht manuell mit Elementor auf und müsste dann, wenn man irgendwann mal was ändern will, alle einzelnen Testberichte wieder aufmachen und dort die Änderungen vornehmen, was natürlich sehr, sehr unkomfortabel ist, wenn man eine große Menge an Artikeln hat. Um dieses Feature zu nutzen, benötigt ihr Elementor Pro, das heißt, ihr müsst mindestens eine Lizenz besitzen, das geht ab $50 im Jahr los. Dafür bekommt ihr eben dann die Möglichkeit, mit wenigen Klicks diese dynamischen Templates zu erstellen, wie ich es euch gleich zeige, versus ihr müsstet das, was also diese Seiten-Templates müsstet ihr sonst theoretisch von Hand coden und das ist natürlich erheblich aufwendiger für, beziehungsweise für viele auch gar keine Option, wenn man dann eben nicht viel, keine Erfahrung mit Programmieren hat. Und Elementor Pro erlaubt euch eben, Teile eurer Website selbst zu gestalten, die sonst eben nur mit Custom Code designbar wären. Zurück am Bildschirm sind wir mal wieder auf meiner Affiliate-Testseite nitro.rs, an der ich euch jetzt zeigen werde, wie ihr mit Elementor diese dynamischen Templates erstellen könnt. Als erstes gehen wir dazu mal auf den Theme Builder und wir können uns auch den neuen Theme Builder anzeigen lassen, um dort zu sehen, welche Templates wir erstellen können. Man sieht, man kann für Suchergebnisse, für diese Archive, was Kategorien und so weiter sind, für einzelne Beiträge und Seiten, sowie auch für die 404-Seite ein eigenes Template hier erstellen. Header und Footer geht natürlich auch, das hatte ich auch schon mal kurz im Video allgemein zum Theme Builder gezeigt. Wer sich also dafür interessiert, kann da gerne nochmal reinschauen. Wir möchten jetzt allerdings mal für einzelne Beiträge sowie Archive ein Custom Template erstellen. Dazu klicken wir einfach hier links und sagen, ich möchte jetzt für einen einzelnen Beitrag ein neues Template erstellen und schon wechsle ich in die klassische Elementor-Ansicht. Jetzt sieht man auch hier, wie üblich, dass man sich vorgefertigte Templates direkt in den Editor hereinladen kann und man sieht dann hier, wie unterschiedlich auch man die Beiträge gestalten kann. Wir werden aber jetzt einfach mal komplett from scratch sozusagen diesen Beitrag zusammenbasteln und man sieht, wir haben diese ganz normale Oberfläche hier mit der Besonderheit, dass wir jetzt hier zusätzliche Elemente haben, die quasi exklusiv für so einen Single Post zur Verfügung stehen. Das ist zum Beispiel der Post Title, das ist ja auch mit das Wichtigste, das ziehen wir direkt mal oben rein und jetzt sehen wir auch schon, dass er sich hier automatisch einen Titel aus dem letzten Beitrag, den ich geschrieben habe, zieht und wir sehen hier links einmal, dass genau das ist, was er sich hier eben gezogen hat. Das ist nämlich dieser Post-Title, das ist dieses dynamische
der dynamische Wert, der hier gezogen wird. Und wir können natürlich auch hier noch den modifizieren, können zum Beispiel sagen, stell doch immer davor Post-Doppelpunkt. Und dann wäre das immer vor dem Titel. Das wollen wir natürlich an der Stelle nicht, wäre aber möglich. Wir können natürlich noch einstellen, soll es eine H1, eine H2 sein, soll das mittig aligned sein, soll das riesig groß sein oder reicht uns auch die normale H1-Größe. Ich mache es jetzt einfach mal auf XL und dann sehen wir auch vielleicht, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu gequetscht. Dann geben wir der ganzen Sektion doch noch ein bisschen Padding nach oben, unten, rechts und links. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Wir können uns dann natürlich noch Post-Info anzeigen lassen. Das sind dann, wie ihr direkt an der Vorauswahl seht, die bestimmten Werte, also typischen Meta-Werte, wer hat es geschrieben, wann wurde es veröffentlicht und so weiter. Hier kann man natürlich auch das Date-Format dann noch anpassen. Ich glaube aber, das, was wir haben wollen, das gibt es hier gar nicht. Dementsprechend mache ich jetzt, Moment, Custom Format ist genau 11. Juli 2021, indem man eben J.F groß, Y groß hintereinander schreibt, bekommt man dieses eher deutsche Format. Die Zeit brauchen wir nicht, das finde ich immer etwas, also wenn man jetzt nicht irgendwie einen News-Ticker hat auf seiner Seite und da x Artikel am Tag macht, ist das eher irrelevant. Kommentare, da sieht man jetzt, das müsste noch übersetzt werden. Das kann man durchaus auch ausgeben. Wir können natürlich noch die entsprechenden Icons ändern. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, okay, für Kalender hätte ich gerne ein anderes, weil die anderen beiden sind ja eher Outline und das war jetzt eher so Filled. Dann sieht es ein bisschen einheitlicher aus. Man kann natürlich auch noch weitere Informationen hier hinzufügen, zum Beispiel die Terms, also Kategorien, könnte man jetzt hier einblenden. Und dann zeigt er eben auch hier, jetzt mal irgendein Icon wieder, ja, das Bookmark-Icon, die entsprechenden Kategorien an, in denen der Artikel gelistet ist. So, weiter geht's dann mit dem Beitragsbild. Das würde ich auch hier oben direkt mit reinpacken. Und hier kann man natürlich dann auch Einstellungen treffen, wie groß soll das sein. Also soll jetzt hier die Originalgröße gezogen werden, soll eins der größeren Thumbnails hier genommen werden. Man kann die Bildunterschrift mit anzeigen lassen, sofern es eine gibt. Dann verzieht sich das allerdings, weil dann wahrscheinlich der Caption-Style ein bisschen anders ist. Jetzt ist natürlich fraglich, warum hat der, ist der jetzt kleiner geworden? Ich würde es auf jeden Fall auf 100% Breite stellen. Okay, dann kriegt er jetzt immer so einen Rahmen, das würde ich jetzt an der Stelle nicht machen, deswegen. Und dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, der Eckenradius soll irgendwie 2 Pixel, 3 Pixel sein, damit es so ganz leicht soft aussieht, dieses Bild, wie das hier drin steht. Man könnte jetzt noch einen Schatten hinzufügen, dann würde es auch so ein bisschen ja, hervorgehoben sein. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so schön oder wichtig. Und schon hätten wir unseren einfachen Header hier gebaut. Wir können uns auch noch mal anschauen, wie würde das auf Mobile aussehen. Ja, dann hätte man einfach entsprechend dieses Bild hier. Man könnte dann sagen, okay, auf Mobile brauchen wir ein bisschen weniger Padding oben. Da, ja, wobei da würden wahrscheinlich 10, 10, 10 überall ganz gut aussehen. Und wir wollen vielleicht dann hier die Schriftgröße ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal 28 und dafür ein bisschen mehr Zeilenhöhe, damit es einfach ein bisschen besser lesbar ist. Wobei ich jetzt doch noch einen Ticken mehr. Okay, Abstand oben ist jetzt auch gar nichts mehr. Dann würde ich es einfach mal so machen. Ja, und so geht man dann ganze Steps dann durch. Man würde dann hier entsprechend eine neue Sektion anlegen. Ich persönlich mache den Content dann immer ein bisschen schmaler. Also zum Beispiel 960 Pixel breit. Man zieht dann hier den Post-Content rein und dann wird dort der komplette Inhalt des Artikels ausgegeben. Dieser Sektion sollte man dann auch hier in unserem Fall zumindest mal einen Padding nach links, rechts und unten geben. Und
Dann kann man hier noch vielleicht den Postautor einfügen. Wie gesagt, das sieht jetzt erstmal nicht so schön aus, weil uns fehlt natürlich hier auch eine Bio, ein Bild von mir als Autor und so weiter. Ich mache es einfach trotzdem rein. Und dann baut man vielleicht noch die nächste Sektion hier ein und der gibt man vielleicht auch mal einen anderen Hintergrund und sagt dann, hey, das ist jetzt statt komplett weiß, mache ich das jetzt mal in so einem leicht dunkleren Weiß, Grauton. Und hier machen wir dann die Kommentare rein. Da werden übrigens automatisch das Stil der Theme-Kommentare gezogen. Und auch hier kann man dann entsprechend ein Padding reinbauen. Und zu allerletzt würde ich persönlich dann noch eine Sektion machen mit ähnlichen Beiträgen. Mit Padding, wie immer. Und dann kann man hier zum Beispiel eine Überschrift reinsetzen, die sich nennt ähnliche Beiträge. Da kann man sich überlegen, aus SEO-Gründen macht man daraus vielleicht lieber ein Div und gibt dem halt trotzdem eine große Größe und kann dann hier entsprechend trotzdem die Typografie entsprechend anpassen, wenn man das möchte. Ich lasse das jetzt mal so. Und jetzt würde ich hier Posts einfügen. Am besten 3. Und dann sollte man hier wieder Query eingeben, dass sich der Current Post nicht hier wiederfinden soll, weil wir wollen natürlich nicht, dass da nochmal der gleiche Post angezeigt wird. Und wir könnten natürlich jetzt auch einstellen, dass wir hier nur Artikel nach einem bestimmten Term haben wollen, ob die, wie die sortiert sein sollen. Wir können einfach sagen, random zum Beispiel, nur welche aus der letzten Woche etc. Das kann man dann beliebig konfigurieren. Ja, und schon hätten wir mit sehr schneller Geschwindigkeit so ein eigenes Post-Template erstellt. Ich habe jetzt bisher nicht gezeigt, wie man dann noch eigene Datenfelder anfügt. Das können wir einfach mal zeigen, indem wir jetzt einfach nochmal hier irgendwie einen Titel reinsetzen. Und wir könnten jetzt, wenn dieser Beitrag zum Beispiel so einen Subtitle hätte, den wir dann mit ACF angelegt haben, hier dieses dynamische Feld ziehen. Und man sieht jetzt hier, man kann hier das Post-Date zum Beispiel nochmal ausgeben. Man kann sämtliche andere Informationen ziehen, den Autornamen, auch globale Werte wie zum Beispiel den Namen eurer WordPress-Seite und. Und wir können auch ein ACF-Field ziehen, zum Beispiel jetzt das Fazit habe ich hier schon mal angelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Artikel ausgefüllt ist, ansonsten mache ich das gerade mal. So, angekommen im Artikel gebe ich jetzt einfach mal ein Fazit ein und dann schreibe ich jetzt einfach mal hier, es sind alles tolle Produkte. Speichere das Ganze und wenn ich jetzt das Ganze hier auch mal speichere, ich speichere es jetzt erstmal ohne eine Kondition, das heißt es wird jetzt noch nirgendwo angezeigt, nur um jetzt mal den Editor hier zu aktualisieren. Und jetzt sehen wir auch hier, dass dieses ACF-Field Fazit hier ausgegeben wird. Wir können das dann natürlich auch noch stylen, wie wir wollen, können daraus ein kleines Spawn machen, können das auch riesig groß machen, können natürlich die Farbe anpassen. Und so können wir eben auf spezielle Felder zugreifen. Das können übrigens auch genauso Bildfelder sein. Das heißt, auch so ein Bild muss nicht ein Featured Image sein, was ich jetzt hier gerade verloren gegangen ist. Das habe ich verschoben. Auch ein Bild kann man zusätzlich noch einfügen, wenn man möchte, basierend auf einem ACF-Image-Field, sofern man das hat. Ja, Zusatzbild haben wir jetzt auch nicht definiert für diesen Beitrag, aber so könnte man dann auch weitere Bilder irgendwo einfügen. Macht ja vielleicht Sinn, vielleicht hat man einfach ein normales Beitragsbild, aber vielleicht hat man zusätzlich noch so ein Header-Hintergrundbild, wenn man bei anderen Beiträgen irgendwie so eine Hintergrundgrafik haben will, die sich unterscheiden soll vom normalen Beitragsbild. Und jetzt können wir uns auch noch anschauen, wie ich dieses Template dann auch für meine Beiträge ausgeben kann. Denn ich habe es gerade schon weggeklickt. Wenn man hier auf Speichern klickt, dann kommt immer dieses Pop-up mit den Konditionen und hier kann man eben verschiedene
Bedingungen angeben, wann dieses Template angezeigt werden soll. Zum Beispiel wäre jetzt alle Singular, würde bedeuten, dass jeder einzelne Post, egal ob es eine Seite oder was auch immer ist, dieses Template hat. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sagen, alle Beiträge sollen das sein. Wir könnten zum Beispiel auch hier tatsächlich jetzt einen einzelnen Beitrag auswählen, ja, also und sagen, nur für diesen einzelnen soll dieses Template benutzt werden. Wir könnten genauso andersrum sagen, Beiträge, dass genau dieser Beitrag oder sagen wir jetzt einfach mal Handyhalterung, wo ich einen Beitrag erstellt habe, soll eben nicht dieses Template nutzen. Dann passiert jetzt Folgendes, wenn wir auf die Seite gehen und uns diesen Beitrag anschauen, dann sehen wir, wir haben weiterhin das Standard-Template des Themes. Und wenn wir auf diesen Beitrag gehen, sehen wir, aha, wir haben jetzt genau dieses Template, was wir gerade eben gebaut haben, mit dem schönen großen Bild oben und dann dem etwas schmaleren Text, unten dann Kommentare und ähnliche Beiträge. Und ihr seht, da gibt es schon relativ viele Möglichkeiten. Man kann da sicherlich auch noch viel kreativer werden und Dinge zusammen basteln. Was allerdings leider nicht geht, das kann man gleich mal schon vorweg sagen, man kann keine Konditionen im Sinne des Templates einbauen. Ich könnte jetzt nicht sagen, zeigt mir dieses Bild nur an, wenn auch irgendwie X, Feld XY ausgefüllt ist, wenn das der Beitrag zum Beispiel zu der und der Kategorie gehört. Das geht leider nicht. Allerdings könnte ich natürlich zwei verschiedene Templates anlegen und sagen, nimm dieses Template für die Kategorie und dieses Template für die Kategorie. Also so ein bisschen geht das natürlich, aber man kann es nicht in einem Template selber sehr viele komplexe Konditionen einstellen. Das geht dann nur mit zusätzlichen Plugins, die wir jetzt in diesem Video erstmal noch nicht behandeln. Wie ich gesagt habe, wollen wir natürlich auch noch andere Templates uns anschauen. Dazu gehe ich jetzt auch mal auf den Theme Builder. Wir können auch das übrigens auch von hier aus mal machen. Und wenn wir dann hier auf Archive gehen, dann können wir auch einen Archiv-Template machen. Und das nennen wir dann zum Beispiel Kategorie. Und auch hier wieder kann man sich so ein Template hier reinladen. Wir können jetzt einfach mal eins reinziehen, um das mal zu sehen, was dann passiert. Und dann sehen wir direkt, okay, er zieht halt direkt automatisch eben so ein Grid hier rein für dieses Archiv. Wir haben dann den Archivtitel oben. Wir können jetzt übrigens auch mal, um das so ein bisschen exemplarischer zu machen, uns anschauen, wie man denn das Preview ändert und das mit dem, denn was jetzt hier in der Live-Vorschau angezeigt wird. Denn hier kann man zum Beispiel einstellen, ich möchte das Kategorienarchiv sehen für die Kategorie Autozubehör. Und dann kann ich hier ganz direkt eben designen, wie, also sehe direkt schon, wie es dann live aussieht für dieses entsprechende Archiv. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, den Kontext möchte ich da nicht drin haben, weil ich finde es immer doof, wenn Kategorie Doppelpunkt davor steht. Kann das dann hier so ein bisschen hin und her ziehen, wie ich es möchte. Kann vielleicht auch sagen, hey, das soll eine andere Sektion sein, die vielleicht dann in lila ist. Dann ziehe ich den Titel hier hoch. Muss ihn dann natürlich weiß machen, damit er gut lesbar ist. Dann kann ich hier noch ein Padding nach oben und unten setzen, nach rechts und links. Und vielleicht will ich noch Breadcrumbs haben, also dass man sieht, wo man sich gerade in der Seitenstruktur befindet. Auch die mache ich dann noch entsprechend weiß. So. Und dann habe ich hier vielleicht ein bisschen zu viel Padding für meinen Geschmack. Ja, machen wir vielleicht nur 50. Und schon hätten wir jetzt mal ganz, ganz schnell so ein dynamisches Template für ein Archiv erstellt. Man kann dann zum Beispiel auch hier unten noch ein Textfeld hinmachen. Also viele machen ja gerne, hätten ja gerne auf ihren Archivseiten die Beschreibungstexte des Archivs mit ausgegeben. Und das ist das, was die Themes ja oft nicht machen. Das ist sehr SEO-freundlich gestaltete Kategorieseiten, haben viele Themes ja nicht. Und dadurch kann man dann selber hier zum Beispiel die Beschreibung des Archivs ausgeben. Leider habe ich dort eben auch nur Lorem Ipsum ausgefüllt. Deshalb
kann man jetzt hier keine lange Beschreibung lesen, aber so kann man dann das zum Beispiel auch wieder auf 900 breit machen, dem Ganzen ein bisschen Padding geben. Und so könnte man dann, wenn man da unten eine lange Beschreibung hat, vielleicht mit Bildern und so weiter, auch so eine Archivseite suchmaschinenfreundlicher gestalten. Und auch hier gilt wieder, man kann eben Bedingungen setzen, wo möchte ich es eben anfügen. Ich möchte es nur für Kategorien haben, ich möchte es auch noch für andere Typen von Archiven haben und so weiter. Und am Ende des Tages speichere ich wieder und kann mir das dann im Frontend anschauen, wenn ich jetzt entsprechend auf Autozubehör gehe. Man muss allerdings dazu sagen, dass das jetzt hier nicht die Kategorie Autozubehör ist, sondern das ist ja nur meine statische Seite, die ich damals erstellt habe. Das heißt, ich muss tatsächlich auf die Seite gehen. Und Achtung, jetzt funktioniert das nicht, weil ich damals einen Redirect hinzugefügt habe, weil ich ja im Endeffekt diese Kategorieseiten replacen wollte mit diesem Redirect. Ich mache den jetzt einfach mal kurz weg. Und wenn ich jetzt nochmal auf diese Kategorieseite gehe, dann sollte eigentlich unser, okay, er möchte nicht, versuche ich mal es damit. Ja, hier lädt es das Archiv, ich vermute, beim anderen hat er jetzt eben diesen Redirect noch im Cache. Aber wir sehen, wir haben jetzt hier eben das entsprechende Archiv-Template, was jetzt hier ausgehen wird. Wenn wir jetzt eine Beschreibung hier anfügen würden, Autopflege ist ein tolles Thema. Und die eben speichern, dann wird die auch hier unten ausgegeben. Das heißt auch dieses Template, man braucht jetzt heute keine Beschreibung, aber man kann dann nach und nach seine ganzen Kategorien mit Beschreibungen ausstatten und die werden dann auch automatisch auf diesen Templates ausgegeben. Was leider nicht der Fall ist, was wir gerade schon gesehen haben, dass wenn ich keine Beschreibung habe, dass dann diese Sektion unten ausgeblendet wird. Da fehlt dann zum Beispiel wieder das Thema mit den Konditionen. Die Möglichkeit eben zu sagen, hey, if something is empty, also wenn eben diese Beschreibung leer ist, dann zeigt das doch bitte nicht an. Das kann Elementor nicht von Haus aus. Dafür gibt es Plugins, vielleicht schauen wir uns die auch mal an. Generell lässt sich aber sagen, wenn man jetzt ein Fazit zieht, dieser Theme-Builder ist extrem gut für die Leute, die sonst wirklich nicht in der Lage wären, ihre, sag mal, Archive, Beiträge und so weiter dynamisch zu gestalten. Und ich meine, der Erfolg von Elementor gibt ja auch dem Recht, dass das ist, genau das ist, was die Leute wollen. Auf der anderen Seite, wenn man eben gewisse Erfahrungen hat und eigene Templates in PHP coden kann, bin ich persönlich eher davon ein Freund, weil natürlich die Freiheiten noch viel, viel größer sind als in diesem Theme-Builder von Elementor. Nichtsdestotrotz, ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Theme-Builder denkt, ob ihr dazu noch Fragen habt, Anregungen, Wünsche für weitere Videos. Und das soll es damit auch gewesen sein. Und bis zum nächsten Video. Ciao.